Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich entspannten Folge Minecraft. Wir sind gerade noch dabei, hier unser Haus ein bisschen auszubauen, beziehungsweise, ja, dafür zu sorgen, dass es nicht komplett kacke aussieht. Ich muss mal kurz mein Inventar ein bisschen ausmisten. Unbreaking 2. Jetzt haben wir, genau, die haben wir ja aus dem Schiffswrack. Jetzt ist natürlich... Jetzt haben wir zwei Tuniken. Ich weiß nicht, was der Plural davon ist. Ich höre eine Spinne. Da ist eine Spinne direkt auf meinem Dach. Das klingt nach einem Kinderlied. Da ist eine Spinne auf meinem Dach. Und die Kinder schreien verängstigt aus dem Raum. Jetzt muss ich ganz kurz... Ah, ich habe nicht genug Treppen. Ich habe nur noch 6 Stück davon. Um das zu machen, was ich gerne machen möchte. Wo fühlst du stehst, sitzt ein bisschen im Weg. Kannst du bitte nicht, danke. Ich würde nämlich gerne hier noch... Nicht so. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Oh. Da war meine Axt. Ich würde nämlich ganz gerne hier dann... Nicht so, sondern so. Dann halt gleich so. Jetzt muss ich die natürlich so wegkloppen. Das ist natürlich... gar nicht so geil. Oh, und das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Wie ich das mit dem Aufgang mache, habe ich auch noch keine Ahnung. Sieht ja auch, ehrlich gesagt, ziemlich schrecklich aus. Kriege ich das? Nein. Klaus Kuh? Kannst du bitte nicht? Danke. Na, ich mache das von oben. Das, Oder wenn ich das dazwischen setze, ist es dann automatisch richtig? Hat es das jetzt richtig dran gesetzt? Ich wollte eigentlich an das Ding hier noch Leitern dran machen. Aber irgendwie... Höchstens, ich mache das hier alles noch einen Block nach vorne. Moment. Das ist eine Idee, die kann man durchaus mal ausprobieren. Genug Slabs habe ich ja. Nur leider keine Axt mehr. Für potenzielle Fehlversuche. So. Ich versuche ja auch im Moment wieder generell in irgendein Sammelkartenspiel reinzukommen, weil ich habe jetzt ewig keine Sammelkartenspiele mehr gespielt. Ich habe als Kind habe ich immer Yu-Gi-Oh! Gespielt. Und als es rausgekommen ist, habe ich ein bisschen, aber auch nicht viel Hearthstone gespielt. Oh, das war's mit den Slabs. Dann waren das doch weniger, als ich dachte, dass ich hätte. Als es rausgekommen ist, dann habe ich ein bisschen Hearthstone gespielt. Dann habe ich das Elder Scrolls Kartenspiel mal ganz kurz angespielt. Aber ich habe halt nie irgendwie... Ich habe die falschen Slabs gemacht. Jetzt, da fange ich einmal an, irgendwie eine andere Geschichte zu erzählen. Und dann verwirre ich mich selbst dermaßen, dass ich hart verkacke. Komm, dann mach direkt hier, noch eine Axt. Und jetzt habe ich beschlossen, wenn es ein Kartenspiel gibt, wo ich wirklich auch anfange, kompetitiv zu spielen und alles, dann ist es Pokémon. Denn wer mich länger kennt, der weiß, dass ich ein riesiger Pokémon-Fan bin. Und ich habe auch schon eine recht große Sammlung an Pokémon-Karten. Halt, der Wert ist nicht... Also, ich habe nicht den Wert darauf gelegt, dass die Karten kompetitiv spielbar sind, ne? Sondern halt seltene und wertvolle Karten. Da muss ich mal schauen, die sind auch nicht so billig. Aber wenn ich ein bisschen Zeit und Geld habe, dann werde ich mich da wahrscheinlich ein bisschen reinfuchsen und da anfangen, Turniere zu spielen. Einfach aus Interesse. Was machen wir hiermit? Ehrlich gesagt
sieht das wahnsinnig schrecklich aus. Ich würde hier gern einen Block reingehen. Ist das möglich? Und dann kann ich das von innen ja auch nochmal mit Treppen ausgleichen. Doch, kann ich. Das innen dann auch nochmal mit Treppen auskleiden. Ist das... Doch, den muss ich auch... Ah! Ich habe meinen Fehler entdeckt. Wenn ich das so mache... Oh, und dann muss ich mich ganz kurz mit Erde da hochbauen. Keine Angst, mache ich gleich wieder weg. Nee, die Erde bleibt jetzt für immer da. So, einen im Hintergrund muss ich auch noch weghauen. Wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle. Aua. Da mache ich mir gleich eine komplette Treppe. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier runtergefallen bin. So, hab ich... Na, Treppen habe ich halt nicht mehr genug, ne? Wenn ich die jetzt... Die kann ich ja auch... so rum daran hängen. Dann zieht es... ehrlich gesagt gar nicht so schrecklich aus. Und wenn ich jetzt da hinten dran noch eine andere Holzfarbe hinklatsche, sei es jetzt das Oakene Holz oder das Birkenholz. Ah, da muss ich noch. Auf der anderen Seite auch. Dann könnte das doch potenziell sogar ziemlich gut aussehen. Vielleicht mache ich da noch irgendwo Slabs rein, so eine... Das ist jetzt natürlich was, das müsste man ausprobieren, wie das aussieht. Oh, hier ist mein Holz wieder. Hallo Holz. Wenn ich... hier jetzt noch so, ah, nee, das geht so nicht. Außer ich mache das hier vielleicht. Ah, vielleicht zwei Blöcke tiefer. Oder ist es dann wieder zu tief? Vielleicht, nee, hier kann ich nicht noch eins tiefer gehen. Wenn ich das hier... oder vielleicht beide. Gib mir erstmal das, was da rumliegt. Nee, nein, nein, die kommen wieder weg. Mach die weg, ganz schnell. Das sieht ja schrecklich aus. Das sieht ja furchtbar aus. Aber hier vielleicht so... Aua. In die Mitte noch ein Fenster rein. Entweder das hier ist so ein normales Fenster. Das ist kein Fenster. Vielleicht so ein Panel. Ja, eher. Schon eher. Das könnte jetzt vielleicht gar nicht so kacke aussehen. Ach, ich hätte es größer machen müssen. Die Kuh da macht mich ein bisschen paranoid. Irgendwie bin ich auch mit dem Übergang nicht ganz zufrieden. Und hier unten jetzt vielleicht nochmal dasselbe mache. Ha. Die Fassade ist immer so eine ziemlich verzwickte Sache. Denn man will natürlich, dass es schön aussieht. Und ich sag, ich mache das jetzt alles noch einen Block tiefer. Also ich setze es jetzt noch einen Block quasi weiter in den Raum rein. Und mache das genauso mit dem Birkenholz innen drin. Dass man das dann
So quasi. Ofen, du stehst da etwas im Weg. Ich appreciate deinen Versuch und deine Arbeit, aber du störst da etwas. Und die Tür sieht jetzt auch nicht mehr so toll aus. Nee, irgendwie. So, dich setze ich auf jeden Fall nochmal hier rein ein bisschen. Ha, ich muss gerade. Sorry, dass ich gerade so wenig rede, aber das ist gerade wirklich ein bisschen komplizierter bzw. verzwickter, als es aussehen mag. Geh mal da weg, Ofen. Und wenn wir sagen, die Tür, die kriegt nochmal einen nach vorne versetzten Rahmen. Irgendwie sieht das ziemlich schrecklich aus, tatsächlich. Na, der sieht jetzt tatsächlich auch nicht so geil aus. Hm. Ich das jetzt alles nochmal wegkloppe und dann da einfach noch Fenster reinmache. Wie würde das denn aussehen? Das war übrigens der falsche Block, den ich da konsequent komplett weggekloppt habe. Enderman! Wenn wir, sagen wir mal, wir würden das hier komplett wegkloppen und mit Spachtelmasse neu aufbauen. Und mit Spachtelmasse meine ich Glas. Dann würde es ziemlich kacke aussehen, weil ich die Glaspanels genommen habe und nicht das normale Glas. Oh, es tut so weh, weil Glas halt komplett kaputt geht, weil man das nicht wiederbekommt. Das sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Wenn wir jetzt... Oh Gott! Hier, hier, genau die Fackeln habe ich schon wieder hingesetzt. Das ist doch hübsch. Den Ofen, was wir mit dem machen, keine Ahnung, können wir einfach wieder hier reinsetzen. Der hat ja nicht gestört. Hundi, komm mal rein. Sehr gut. Braves Hundi. Und dann haben wir uns noch mal aufs Ohr. Oh, schönes Lied. Brennt! Ihr Elendigen. Den Baum hier hätte ich tatsächlich auch gerne los. Nicht, weil er irgendwie nicht schön aussieht, sondern weil da drunter, ihr seht es, da ist schon wieder das Böse. Das Böse. Es ist Böses im Busch. Gut, dann ist das mit der Frontfassade tatsächlich... Ja, hi. Wow. Okay, das ist Karma. Das ist einfach Karma. Aber die Kuh hat gesehen, dass sie nicht erwünscht ist. Und ist gegangen. Okay, da stimmt irgendwas nicht. Da muss ich nochmal kurz kontrollieren. Was ist mit dieser Treppe passiert? Und warum bin ich... Habe ich die falsche abgebaut? Es ist unfassbar. Manchmal stelle ich mich echt an. So? So, wundervoll. So, dann müssen wir gucken, dass wir das hier bei der Fassade vielleicht genauso machen.
dass die auch zumindest... Ja, gut, da müssen wir sie komplett aus Birkenholz machen, weil hier ja der Innenraum ist. Wie bist du überhaupt hier hochgekommen? Geh bitte! Guck mal, deine Freunde warten auf dich da unten. Ciao. So. Jetzt ist natürlich vom Raum nicht mehr sonderlich viel übrig, ne? Wenn wir sagen, wir machen jetzt so groß. Die Erde hier, die brauche ich nicht mehr. Aber hier können wir dann vielleicht so ein Schlafzimmer reinmachen oder so. Oder ein Lager. Mal sehen. Wird sich alles dann ergeben. Oh, und da mache ich noch so ein Erker drauf. Vielleicht, wenn ich hier... So ein Türmchen. Wollte ja eigentlich eine Terrasse, aber das wäre zu groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6? Und dann kann man hier vielleicht... Na, jetzt ist natürlich die Terrasse hier winzig, ne? Außerdem ist die Frage, wie machen wir das mit dem Zaun? Ah, ich habe eine Idee. Moment, dafür brauche ich noch mehr Treppen. Ich habe eine Idee. Sie könnte voll in die Hose gehen. Aber sie könnte auch ziemlich cool werden. Dazu brauche ich nur... ein paar Treppen. Und wenn ich die jetzt... Das hätte auch sehr gut schief gehen können. Das war wahnsinnig knapp. Huiuiuiui. Wunderbar. Das war absolut das, was ich mir vorgestellt habe. Genau, so wollte ich das nämlich. So. Und vielleicht nochmal mit einer hellen Treppe hier vorne. Dann ist es nämlich, hat sich unten am Ding hier überhaupt nichts geändert. Aber hier oben haben wir ein Block mehr Platz, um hier jetzt einen Zaun dran zu bauen. Von mir aus ein Birkenholzzaun, keine Ahnung. Ist mir relativ egal. Jetzt habe ich natürlich die Axt weggetan. Ist auch klug. Dann geht's hier nämlich rein. Und dann geht's hier rein. Dann haben wir hier so ein Schlafzimmer oder was auch immer. Und hier können wir dann... Keine Ahnung, das können wir dann ein bisschen höher bauen. Dann haben wir hier so einen Bibliotheksturm oder so. Mal schauen. Ich werde schon wieder größenwahnsinnig. Soll öfter bei mir passieren. Oh, außerdem sehe ich gerade, dass die Folge schon relativ lang geht. Dass ich hier gleich mal langsam zum Ende kommen sollte. Habe ich jetzt... die Tür im Block zu tief gemacht, zu niedrig gemacht. Es könnte sein. So. Und jetzt hier nochmal genau dasselbe Dach. Was habe ich denn hier gemacht? Das ergibt relativ wenig Sinn. Außer wir machen das folgendermaßen. Das könnte tatsächlich ziemlich cool aussehen, wenn es fertig ist.
Das könnte tatsächlich ziemlich cool aussehen, wenn es fertig ist. Ach, wie habe ich das jetzt unten gemacht? Hier die Slabs reingezogen, ne? So. Und dann hier die Treppen. Habe ich noch genug Treppen? Natürlich habe ich nicht mal ansatzweise genug Treppen dabei. Freunde, dann würde ich sagen, kümmern wir uns darum, aber in der nächsten Folge. Darum kümmere ich mich noch in dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.